Genug gelabert. Das erste Game heute Abend, Heretics Orc. Passt es noch in den Streamtitel? Yes, es tut. Und zwar hat das jetzt vor ein paar Wochen, Monaten will ich fast sagen, sein Release gehabt und wurde dann auch endlich mal veröffentlicht und fertig und kam raus und so weiter. Wo ist es denn? Da. Das gucke ich gerade mal nach. Das kam raus. Nee, schon letztes Jahr, ne? Das kam vor ein paar Monaten, kam das raus. Wobei das vielleicht nur das Early Access war. Ich weiß es gerade nicht. Ist auch nicht so wichtig. Game ist gut. Es spielt sich ein bisschen wie ein Vampire Survivors. Oh Gott, oh, ich darf Kabelsalat auf meinem Tisch. Weil noch teilweise von meinen Teile von meiner Arbeits-Laptop-Konglomeratsgeschichte liegt. Das viel. Nüsse sind gesund ist ein gutes Lied. Nüsse sind gesund ist ein gutes Lied. Ist es das? Ist es wirklich? Ist es das wirklich? Magst du mir verraten, von wem dieser Song ist, oder will ich es gar nicht wissen? Klingt nach Mickey Krause, so. Ballermann-Hits. Nüsse sind gesund. Nimm die Nüsse in den... Anyway. Piep. Ganz kurz. Da. Yes, yes, yes. Photosensitivity Warnings. Gerade schon mal raus. Press any button to boot system. Hallo, nicht mein Passwort spoilern hier für die Leute, okay? Incoming transmission. Welcome to Heretics 4, the computer system created on Earth to aid the punishment of sinners with an aim to create a more streamlined and efficient underworld. Ah. Ich habe gerade auch einen mega großen Kaffee bekommen. Cheers. Und die Dreier Streamwatch Combo abgefahren. Ich kenne nur die Version von der VTuberin Ginger. Ginger! Kenn ich nicht. Oh, aber die Mucke. Geht die ab? Okay. It's important, you know that this software has a direct interface with management. They are always watching, so you might want to get to work. Okay. Okay, wir haben hier so ein schönes Gemälde. Das ist mein Satans Desktop anscheinend. Das muss mir unbedingt zeigen. Show, go for it. Schick's mir irgendwo. Personalize. Oh, Wallpaper. Oh, wir haben verschiedene Wallpaper. The form. Ist das hier so? Ah, oh. Kissing Demons. Skull Friends. Okay, wenn das die Auswahl ist, hätte ich das ganz gerne. Ja, das ist Metal as fuck. Holiday-Echse, Halloween-Echse? E-Mail. Ich glaube, da soll man drauf. E-Mail ist aber noch ein Schloss davor. Okay. Oh. Ah. Seems you stumbled upon an eye. Fun, aren't they? Don't question it. What? An eye? Okay. Kann ich da drauf malen? Ich kann da malen.
Weißt du, was da gerade mal, aber sieht mich aus wie ein Igel. Sarana, fellow. Und der hat so eine, Grease-Locke. Und das ist natürlich hier, dann ist hier so die Stacheln, ne? Das war genau so geplant, dass ich das male. Was kann, was du hast? Geht mit der Mucke ab, ey. Ist ja wild. Ich nenne ihn. Wie nennen wir den Igel? John Hedgehog. Naja, schönen Menschen. Also, schöner Mensch. Wie ihr seht's. Was macht die Kunst? Ich klicke mal auf Start. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Please choose an employee. Wir haben am Anfang aber nur Intern Ruby. Was haben wir denn für coole Leute, ey? John Fenris. Danny Fox. Nya Bibliat. Fucking. Sieht aus, als wäre der Bassist von Ghost. Greasy. Die kosten alle Geld, ne? Gilbo Gibbons. Ja, alles klar. Ich glaube, wir starten mit Ruby. Ich mag ihr Design sehr. Why would they stick the newest manager with the newest employee? Seems dumb. Wir kriegen das hin. Let's be honest. I have no idea what I'm doing here. And nor do you. Let's just roll with it. Okay. Yep. Ich bin voll bei dir. Wenn ich was ausruhen könnte für den Ganzen, würde ich immer nur mit Ruby arbeiten. Heckenhuns. Also, du kriegst noch einen. Warte mal. Ruby. Okay. Select a starting structures. Ich glaube, wir haben nicht so viel Auswahl, oder? Oder? Ah, können wir so zwei uns aussuchen, gar nicht. Garrison Unit shoots basic projectiles, deals unholy damage. Unit explode in flame, deals hellfire damage. Fires basic projectiles, deals holy damage. Unit shoots projectiles with a long cooldown, deals holy damage. Sprays of fire in a straight line, deals hellfire damage. Oder rapidly, kann man nicht lesen, aber ich lese es gerade vor. Rapidly fires projectiles, unholy damage. Unholy MG und Feuer. Klingt doch gut, nehmen wir. Und da haben wir noch nicht freigeschaltet wahrscheinlich, ne? Ja. Opening Rift, alerting sinners, adding task to... Ah, there we go. This is a rift between hell and earth. Sinners are constantly trying to escape through it. It's your job to stop them. Every time you fail to stop a sinner from escaping, you will lose HP. This is a sinner. They come in all shapes and sizes. We don't discriminate. Punish them all. Play your cards to punish the sinners. Cards cost charges. Kosten Energie hier oben, klar. Your health, bla bla bla, got it. Und meine Türme sind da links quasi angezeigt, okay. Und meine cards can be banished, freeing them from your deck and preventing them from being drawn from your collection. Two cards of the same quality can be placed here, rewarding a random but higher quality card. Oh. Upgraded cards are placed in the top slot of cards. In this slot persists between rounds. Wait. Upgraded cards are placed in the top slot. Hier oben wahrscheinlich, ne? The card in this slot persists between rounds. Okay. Card's quality is represented by their border. Okay, and the number. Got it. I think it's everything important. Pretty sure. They got it. Got it. Jean-Léon, hello, na?
Wie geht's der Sache noch? Alles fit bei dir? Alles gut? Und Julio bei dir? Alles locker, alles cool? Was macht die Kunst? So. Ja. Jetzt warten wir ja, bis die Sinner so ankommen. Ist das so ein Drehtscher so langsam? Nee, okay, es ist schneller als das. Ich sag gerade, um Gottes Willen, wenn das Ding nicht so langsam dreht. Okay. Ah, und am Ende der Runde kriegen wir jetzt... Ah, yes. Okay. Kriegen wir jetzt Karten? Wir haben 6 Energie, ne? Und wir haben eine Umsonstkarte. Increases Tower Attack Speed by 1%. Und die können wir einfach so da drauflegen, oder? Ne? Best Multiple, ne, das meine ich nicht. Wie geht das? Also vielleicht einfach nur ein... Ah, okay. Ach, man, da zeigt, mit welchen Tower-Türmen das kompatibel ist. Muss ich einfach nur in die Mitte ziehen, quasi. Ich schiebe mich so von Tag zu Tag immerhin. Immerhin. So, increase Tower Range by 10%. Das gilt das dann für beide? Increase AOE of all Tower Projectiles by 10%. Die haben alle keinen AOE, deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Und increases Tower Damage by 10% und die Range by 10%. Range für das Freuding wäre ja geil. Was macht er für beides dann? Aber wenn ich jetzt den benutze, dann... Okay. You can end your turn by clicking the yes. Und die verschwindet dann, glaube ich, oder? Ja, tut sie auch. Okay. Das heißt, es ist nicht klug, die da hinzuschmeißen, aber die eigentlich nur... Okay. Eigentlich nur nicht benutzen will. Ja, und von daher spielt sich so ein bisschen wie... Naja, ich will fast sagen wie ein Vampire Survivors, aber du bist halt stationär und baust deine Waffen halt auf, deine Türme auf. Rock. Just a rocket does nothing, okay. Da können bestimmt 2 Rocks kombinen für einen. Ah. Unit Explore. Oh, wir können noch einen neuen Turm. Noch ein Garrison-Turm oder ein Holy-Turm oder Swift Vengeance. Increase the Garrison Unit Movement Speed by 10%. Ich habe noch keine Units. Ich nehme mal. Ja, okay. Ist das Game gerade gecrashed? Why did the game freeze? Dev, hello. Na? Warum ist das Game gerade eingefroren? Ich beende das Capture mal. Manchmal mögen Games nicht gecaptured zu werden. Die sind schüchtern. Ah ja, in der Tat, dann lag's. Warte mal, dann capture ich das vielleicht mit dem Tool. Es geht manchmal besser. Macht bei euch keinen Unterschied. So, dann nehmen wir den Holy-Turm. Und dann können wir den auch irgendwann benutzen, okay. Increases Garrison Unit Damage by 10%. Increases Garrison. Oh gut, ich meine. Wir haben eh. Ne? Können unsere ganze Energie auch verwenden, die wir haben. Und was wir bisher so an Buffs bekommen haben für unsere Türme, wird quasi hier aufgelistet. So, hier das funktioniert ein bisschen wie das Item-System in Risk of Rain, weil ihr das mal gespielt habt. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Musik.
so ein bisschen runterdrehen, oder? Guter Soundtrack, aber ist ein bisschen laut. Hm? Oh, add one card to deck. Ein Level 3 Sin Spotter. Oder ein Level 4. While both Unholy and Holy Garrisons are in play, increase Garrison's lifespan by 50%. While both Unholy and Holy Garrisons. Und wir haben Unholy MG und noch keinen, aber ich habe einen Holy Turm im Inventar, glaube ich. Ich nehme die mal. Okay. Okay. Badrock increases AOE of all towers by 2%. Das macht nichts, ich habe keinen Turm, der AOE kann. So, und den kann ich nicht spielen, weil ich. Okay. Hm. Oh ne. Aha, das habe ich. Aha. Was habe ich denn da hingelegt? Weil ich ihn quasi aus dem Reservespot rausgeholt habe. Okay. Aber ich kann jeweils meine beiden. Ich kann jetzt mal meinen Türme upgraden. Wenn zweimal dieselbe Karte aufeinander gelegt, verbessert den Turm, genau. So, und jetzt. Aber ich kann es in meine Hand reinlegen. Aber es ist so durchsichtig jetzt. Das ist kein gutes Zeichen wahrscheinlich. Wir hatten noch einen Thunderturm. Oder increases unholy damage bei 10% oder increases unholy crit chance bei 3%. Damage? Crit chance. Wie viel mehr Schaden machen Crit-Angriffe? Weiß man nicht, ne? Noch ein Thunder. Ich kann den nicht da drauflegen, weil das schon Level 3 Thunder ist. Und wenn ich den Level 2 Thunder auf den Level 3 Thunder lege, dann passiert nichts. Ich glaube, das ist unnötig, die Karte dann. Dann nehme ich doch lieber den Unholy Damage einfach. So. So, wenn ich Endturn mache, fliegt der dann weg? Nee, kommt jetzt auf meinen. Okay. Dann kam auf meinen Discard Pile. Ich glaube, mein Unholy hat noch nie geschossen. Ah, doch jetzt gerade einmal. Die kommen gar nicht so schnell ran. Weil mein Feuer einfach zu gut ist. Die haben auch fast die gleiche Reichweite, wie es aussieht. Muss ich nur irgendwie so 5. Oh, das sieht gerade. Ich bin da ein bisschen im Weg hier oben. Warte mal, da ist nämlich so ein komischer. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das zeigt meine einzelnen Runden, die ich gemacht habe. Also 1, 2, 3 und 4 habe ich schon. Und das da ist unsere letzte vielleicht schon. Hm. So, das kann man auf jeden Fall schon mal einsetzen, das da. Und increases Tower Range bei 10%. Yes. So, das da bringt nichts, weil ich keinen Slot mehr frei habe. Und das da bringt nichts, weil ich keine Punkte mehr habe. Was ist da? Ach, das ist so ein Zinner, der da rumfliegt. Ich dachte, das ist ja vielleicht so ein Icon irgendwie, dass das bedeutet. Increases Tower Damage by 2%, increases Garrison Damage by 2%. Was heißt denn Garrison Damage? Ich glaube, Garrison. Ein Garrison ist doch so eine Art. These buttons can be used to control the speed of the gameplay. They don't affect difficulty. Ja, ist klar. Ich kann, wenn die Runden zu einfach sind, kann ich einfach vorspulen. Oder allgemein einfach vorspulen, weil es kann eh nichts machen mehr in den Runden. In Garrison ist doch so ein Gebäude, wo normalerweise, ich sag mal, in einem Krieg oder so, dann Kämpfer oder die Ritter, sage ich jetzt mal, hausen und ausgebildet werden. Was sagt man auf Deutsch? Gibt es auch ein deutsches Wort dafür? Wie war das Wort? Wie schreibt man das? Mit A. Ist mit E geschrieben. Garrison. Heißt auf Deutsch? Garnison.
Eine Garnison. Kaserne ist ein gutes Wort. Garnison. Ich liebe, wenn der Übersetzer mir Worte entgegenwirft, die ich selbst nicht kenne. Aber gut. Eine Kaserne. Ich glaube, Kaserne ist das beste Wort, das wir haben dafür. Und noch haben wir keine Einheiten für eine Kaserne, aber es ist ja wurscht. Wir könnten jetzt... Tun die beiden Steine auch mal jetzt hier kombinieren. Into... Oh, Blessing of Protection. Gain 10 Shield Points. Instantly gain 200 Shield Points. Ich brauche, glaube ich, keine Shield Punkte aktuell. Guns of God. Ah, das ist eine Garrison. Ah, eine Garrison. A unit shoot basic projectiles, deals unholy damage. Ich habe halt keinen Platz für noch so ein Ding, aber ich nehme es einfach trotzdem mal. Wie schalte ich die frei? Weiß man nicht, okay. Ja, komm, weg damit. Vielleicht hat man gewisse... Vielleicht haben wir die nächste Runde überleben. Oh, guck mal. Langsam kommen hier Einheiten mal um die Ecke. Ich meine, es war klar, dass das irgendwann so eskaliert, ne? So, what the fuck? So ein Luftschiff? Bruder, was? Aber alles noch vollkommen im Rahmen, ey. Yay! Ach, das ist immer eine Bossrunde wahrscheinlich, der Stern. Guarded. Increases Garrison Units Range. Bringt mal halt nix. Ich hole mir nochmal die Unholy MG. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal drauflege, dann passiert nix. Oh, 2 Cards. Die beiden. Oh, choose a rune. Structure slot. Ah, HP generation und garrison damage. Nee. Gain 1 extra slot. So geht das. The fuck passiert gerade? Wow, okay. Oh. Okay. Ha. Huh. Guck mal, lass dir den neuen Slot jetzt reinfliegen. Weil. Ich könnte aber die Garrison da reinlegen, ne? Und jetzt haben wir die Guns of God. Okay. Dieses Tower Damage bei 10%. Und, oh, das waren schon meine Punkte. Hätte vielleicht vorher lesen sollen. Na gut. Ah, guck mal, da sind sie. Meine Boys, meine beiden Friends. Meine Unholy Demons. Guns of God. Die sehen nicht unbedingt wie Guns of God aus, ehrlich gesagt. Die sehen aus wie Gengar auf Wish bestellt. Oh, ich kann rauszoomen. Ich könnte aber gerade mal upgraden für 2. Und increase Garrison Movement Speeds. Ja, das ist gut. Oh, guck mal, Level 2 hat schon mehr Bock. Eine Wolke? Okay. Aber langsam brauche ich Türme mit AOE, glaube ich. Sonst habe ich ja bald ein Problem. Ja, guck mal. Ich könnte jetzt die beiden Karten mal kombinieren. Aber den Sin-Spotter kriege ich eh nicht. Ich fange jetzt mal an, Karten zu kombinieren. Einfach random. Für eine blaue. Increase Tower Damage bei 15% oder Increase Structure Damage bei 10% for each different structure in play. Also, dann wäre schon mal insgesamt dann 30%. Ich habe 3 Structures. Increases Structure Damage bei 10% for each different structure in play. Kostet halt 4 Punkte, aber ist ja egal. Können wir gerade schon mal. Zack. Ja. Und Unholy Damage haben wir bei ein paar Prozent erhöht. Und theoretisch, die Karten, die ich jetzt ja spiele,
oder die Karten nicht upgrade und dann spiele, die kommen ja trotzdem in meine. Oh, mein Lord. Okay, das ist viel. Hallo, können wir ganz kurz. Bruder, chill. Oh, aber guck mal, jetzt habe ich eine Unholy MG Level 3. Die könnte ich damit kombinieren. Aber die Karten, die ich spiele, wandern ja auch wieder in meinen. Was mit Discard Pile? Most cards will get here when they're used or discarded. Genau. Und dann der kommt dann irgendwann aber wieder in meinen Draw Pile. Behaupte ich mal. Oh ja, ja, mal gut. Ja, oh. Die können ein Problem werden. Mehr Unholy Damage. Increases AOE haben wir nicht. Increases Garrison Unit Damage. Ja, erstmal Unholy Damage erhöht. Und ich kann auch die beiden kombinieren, weil das macht nicht viel. Und fuck it. Da wäre noch ein Unholy Tower. Lily, hello. Yes, das ist die Vollversion in der Tat. Die kam vielleicht schon vor einer Weile raus. Ich habe es gar nicht gemerkt. Heals Tower 10%. Ne, wir nehmen hier den Unholy Gedöns und machen dann sofort. Zack. Lila Unholy Damage. Schon die zweithöchste Stufe. In der Hoffnung, dass der jetzt gut rasiert. Oh, haha, guck mal. Das da war auch schon ein bisschen knapp. Ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. So, und jetzt brauche ich langsam, glaube ich, AOE-Türme. Sonst habe ich bald ein Problem. Okay, mein Damage erhöht, können wir natürlich machen. Und while both Holy and Unholy Garrisons are in play, increase Garrison Lifespan by 50%. Ich habe halt keine Holy Garrison, ich habe nur Unholy Garrison. Von daher, ne. Und meine Unholy MG brauche ich auch nicht mehr, weil ich keinen Slot habe und die ist nicht Level 4, damit ich kombinieren könnte. Bitte Dino, hello. Schon ein bisschen raus, hol mir das die bestimmt auch noch irgendwann. Aber hab gestern erstmal 100 für ganz viele JRPGs ausgegeben und Phoenix Wright. Irgendwo ein Sale oder was? Oder? Also, es ist ja Steam Sale gerade, stimmt. Oder gab es irgendwie so ein Bundle irgendwo? 100 Tacken ist schon krass. Steam Sale, okay. 100 Tacken ist krass, sagt derjenige, der eben selbst 50 Euro für Indie-Games ausgegeben hat. Sind das da Bubis? Sind da in der Hölle pulsierende Bubis auf dem Boden? Könnten. Ne, ich benutze die mal weiterhin, weil die sind eigentlich richtig gut, die Karte. Und dann, ich meine, ich kann die ja trotzdem mal benutzen. Falls ich irgendwann mal ein zweites Garrison bekomme, dann, ne, die. Der ist ja trotzdem da, der Buff jetzt. Der macht halt nur gerade nichts. Ne? Persona 4 und 5 und Phoenix Wright Trilogie, Final Fantasy 7 Remake. Da hast du aber zugelangt, ey. Wieso rasieren? Good. Reshuffle. Ich könnte mal noch mal zwei Steine kombinieren, weil Popelkarten brauchen wir nicht. Wie ist das Tower Range? Würde ich am ehesten noch nehmen. Und Damage. Allein FF7 Remake kostet normal schon 80. Ist so. Sind da jetzt beide Teile dabei oder wie ist denn das? Da kam ja vor kurzem halt noch was raus. Habe ich mitbekommen. Es gibt ja was, Resurrection ist der zweite Teil quasi, nur der erste, okay. Kostet der immer noch 80 Euro? Heftig.
Increases Unholy Crit Damage bei 20%, Decrease Unholy Damage bei 5%. Die Mucke macht Laune, ey. Units shoot projectiles with. Also sind die jeweils Garrisons ist da. Increase Holy Crit Damage bei 20%. Ich habe noch gar keinen. Ich habe noch gar keine Crit-Wahrscheinlichkeit für Unholy Türme, oder? Dann würde ich einfach mal. Ja, nehme ich aber den da und kombiniere den notfalls später. Ich nehme die beiden mal. Ich habe noch nie in FF gespielt, dachte aber, hey, es ist gerade günstig, ich will es eh mal spielen. Wenn nichts ist, kann ich es zurückerstatten. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dir, wie es ist, die neueren Final Fantasies so ab 12, 13 haben in meinen Augen nicht mehr viel mit Final Fantasy zu tun, inklusive den 7 Remakes. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Also 7 Remake ist ein gutes Spiel. Das kann ich sagen. Plus 100 Hellfire Damage. Aber ich nehme trotzdem einen extra Slot. Oh. Oh. Warum? Wieso? So eine ganz dumme Frage. So, warum? Warum? Wieso eigentlich? Oh, warte mal. Kann ich. Jetzt kommt mir gerade eine Idee. Ich glaube, ich kann Folgendes machen. Ich habe jetzt zwei Guns of God. So. So, genau. Jetzt kann ich. Jetzt habe ich quasi hier eine Level 2 Guns of God und könnte das kombinieren mit dem anderen oben drüber. Two structures that are in the same type and quality can be combined into a more powerful version. I know. Abgefahren. Jetzt habe ich hier Level. Was ist 1, 2, 3, 4? Level 4. Guns of God. Ach, ich hätte die beiden eigentlich noch kombinieren können. Ich persönlich bin der Meinung, wenn jemand noch nichts mit der Final Fantasy Reihe am Hut hatte, sollte die Person am besten Final Fantasy 8 oder 9 spielen. Die Originale jeweils. Aber das ist schwierig, weil es halt schon relativ alte Games sind. Und da reinzukommen ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als man das vielleicht gewohnt ist. Unholy Damage bei 10%, Increased Structure Damage bei 10% for each. Ah, genau. Das heißt, wir hätten dann quasi nochmal 30% mehr Damage. Sehe ich das irgendwo? Warte mal. Sehe ich irgendwo so meinen allgemeinen Damage Output? Ich hoffe, wenn ich Escape drücke, ne? Oder? Tower Damage 172%. So, jetzt benutze ich das Ding. Ja, genau. 30% mehr. Ich fange mit 1 an, du wirst mich daran hindern können. Nee, kannst du auch machen. Ich sag nur, mir wird es nicht gefallen, aber du kannst es gerne tun. Guck, ich bin Final Fantasy Fan und ich habe mit 1, hab 1 irgendwann gespielt, dachte mir so, Ich werde es lieben, okay. Tja, okay. Das ist eine Aussage. Oh, welche Version vom ersten wirst du spielen? Da gibt es ja auch etliche Auflagen davon. Das Original für den NES. Das Pixel Remaster, die etlichen anderen Remasters. Ich kann noch eine Unholy MG anfangen zu sammeln. Oder Repenters und eine Garrison. Ich will eigentlich keine Garrison. Will ich schon eine Garrison haben? Warte, wie war das noch? Warte mal. Wo sehe ich meine Items nochmal? Kann ich meine Items mal sehen? Ist das eine Option, dass ich meine Items sehe?
Die sind ja hinten dran, ich weiß das. Ich habe doch einen Gegenstand, der mir Bonusschaden gibt. Ich glaube, wenn ich Unholy und Holy Garrison habe. Ich glaube, das ist der Fall. Ich mache es einfach so. Ups. Zack. Einfach nur, weil alle sagen, lass mal. Mhm. Du liebst es aus seiner Trotzigkeit. Da hier. Genau. While both unholy and holy Garrison are playing, increase Garrison lifespan. Oh, guck mal, was hier Leute rausspawnen, ey. Oh, wir haben noch eine Guns of God. Das bringt mir aber nix. Bringt mir beides nix. Ist egal, nehme ich noch ein Grün, damit ich mehr Grün mit Grün kombinieren kann. Out of Spite ist so. Raumwolke, hello. Schönen guten Abend. Movement Speed. Schauen wir erstmal noch Rock-Rock-Komboni. Increase Recharge Rate of all Towers by 10%. Increases Tower Damage. Garrison Unit Damage. Schauen wir lieber Speed. Die sind ja schon beide so sackschnell, diese Türme. Es ist unglaublich, aber ist egal. Wie schnell die schießen, ey. Das ist wild. Aber die Anzahl unserer hier Godgun-Goblin-Freunde ist schon gut. Also die machen schon was daher. Ja, noch immer das da, ne? Increase Structure Damage. Hätten wir sogar jetzt plus 40%. Nochmal, wir haben jetzt insgesamt Damage 220%. 240%. Heftig. Und die Range nochmal erhöht. Weil, warum nicht? Oh, das sehe ich jetzt erst. Oh! Warum? Ich mag es sehr, aber warum? Das ist so der Grund dafür. Okay. Können wir zwei Unholy MGs kombinieren und kriegen dann eine bessere Unholy MG raus? Oder ist das dann... Nee, nicht unbedingt. Doch, haben zur Auswahl. Ist aber Zufall wahrscheinlich. Draw the next card from your deck and will be free. Das ist eine gute Karte, glaube ich. Kostet halt zwei. Jetzt habe ich eine Zweierkarte gezogen für zwei, aber ist egal. Nochmal Range. Ja, nimm alles nochmal rein da. Not enough. Was kostet drei? Ich bin blind. Ich habe zwei gelesen. Es ist chillig, das Game auf die Art und Weise. Man macht nur so ein bisschen Deck. Nicht wirklich Deckbuilding. Es ist so, oh, ich habe meinen Turm und ich benutze Karten und upgrade die und alles wächst so nach und nach und ich krieg noch zwei neue Karten und ist eigentlich egal. Increases Tower Attack Speed bei 10%. Von mir aus. Garrison Units Movement Speed. Damage. Ja, komm. Du hast sogar drei, die da. Übel. Oh, ist da schon die Bossrunde, das da. Plus 100 Unholy Damage. Ja, da kannst du... Nee, da sagst du nicht, nee. 100 unheilig. Reach Greed without taking any damage. Alter, einfach im ersten Run schon Achievement freigeschaltet. Tower Survival Card Game. Ist mit Absicht Survivor geschrieben. Call me Sir Survivatar. Increase Recharge Rate. Das ist halt schon saugeil. Der Damage ist einfach wild von dieser Karte. Das ist zwar meine ganze Geschichte ist zwar weg, aber ich kann die beiden ohnehin kombinieren, weil die brauche ich eh nicht. Upgrade.
Noch ein Bless. Swift Vengeance increases Garrison Unit Movement by 15%. Increases Speed of all Towers. Tower Projectiles. Die sind aber eh alle. Instant, oder? Das Feuer ist instant und die MG ist auch instant. Nehme ich noch einen Bless? Der Gag wäre ja, wenn ich ganz viele Blesses habe. Und sau viele Karten, die richtig viel kosten. Absicht. I like that. Oh, ich habe schon 7 Münzen. Was immer Münzen machen, aber ich habe jetzt welche. Schnipper. Schnipper Upgrade. Es kostet aber 5. Gut, ich hoffe, das ist es wert. Jetzt habe ich nur einen Punkt. Ja, das war's. Ich habe meinen Schnipper geupgradet. Dann habe ich denn das gesagt, Snowboards? Das halte ich ja für ein Gerücht, dass ich sowas sagen würde. Das halte ich für ein Gerücht. Irgendwie will ich jetzt die und die und dann die benutzen. Ja, warte mal. Habe ich wieder Scheiße gezählt? Kann ich nicht zählen? Ich kann nicht zählen. Habe ich gerade 2 und 2 benutzt? Ich bin schon so unfähig, ey. Zählen! Gut, ich habe auch schon die Tage im Discord bewiesen, dass ich einfach nicht, einfach nicht rechnen kann. Ich habe kürzlich online einfach so eine Dreisatzaufgabe gesehen, die mein Hirn zum Platzen gebracht hat. Increase Garrison Units Span, increase Garrison Units Damage. Ja, ist halt bessere Karte einfach, ne? So, da ist die Bless-Karte. Blessed be. Jetzt habe ich wieder eine 2-Karte für 2 gezogen. Ich raste aus. Jetzt habe ich noch 4 Punkte, ey. Will ich... Guck mal, mein Thunder hat gar nicht die Möglichkeit, noch mehr Attack-Speed zu haben. Das heißt, ich würde jetzt einfach die beiden kombinieren. Fuck it. Combine. Für, der bringt bald nichts, ne? Der Star bringt mal nichts. Ich hab schon... Doch, natürlich, das ist ja... Nee, Quatsch, Guns of God. Guns of God ist schon Level 5 und das saß... Nee, Level 4 und das ist noch Level 3. Von daher bringt man die Karte noch nix. Increases Unholy Crit Damage bei 40%. Decreases Unholy Damage bei 5%. Ich nehme das jetzt einfach mal. Und ich glaube, ich will die mit der kombinieren. Einfach nur das Prinzip. Ich will mal so eine Next Sinn und lila Karte haben. Sin Spotter Level 4. Okay. Okay, okay, okay. Und, Guns of God Level 4. Da könnte ich das auf das Maximallevel bringen. Oder No Pain. Gain 50 Shields. Oder 60 Seconds of Invulnerability. Nee, ich würde schon hier Guns of God. Zack. Upgrade Garrison to Level Tier 5. Level Tier 5. Genau, da steht da. Oh mein Lord. Geht schon gut ab jetzt. Schützo, hello. Ja, ich glaube in der Tat meine Guns of God. Warum ist Guns of God so schwer zu sagen? Meine kleinen Goblins hier, die legen ganz schön gut vor. Sehe ich, wie viel prozentualen Damage die machen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, mein Thunder ist gar nicht mal so gut.
sich um den prozentualen Damage. Ah, hier. Unholy Crit Chance 5%. Additional. Oh, das macht doppelten Schaden quasi, wenn ich critte mit Unholy. Aber ich habe noch. Also 5% Wahrscheinlichkeit ist halt so nix, ne? Oh, nochmal, die ist halt. Die Karte ist halt übel, ey. Nochmal plus 40% Schaden auf alles. Außer Tiernahrung. Ja, komm. Und dann können wir die beiden nochmal kombinieren. Dann kriegen wir noch eine lila Karte. Die brauche ich eh nicht, die brauche ich auch nicht. Upgrades. Increases Recharge Rate of all towers by 20%. Increases Garrison Unit Range by 15%. Increases Towers. Increases Speed of all tower projectiles. Ist auch nur bei. Ist das für irgendwo für relevant? Ich weiß es gar nicht. Garrison Unit Range brauche ich auch nicht. Recharge Rate. Projectile Speed. Ja, Recharge Rate sagen. Ja, von mir aus. So. Und dann kommt aber gleich schon so die Bossrunde. Ich glaube, das da ist jetzt das letzte Level. Vor dem Boss. Oh ja. Oh. 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 Nee, das da können schon zu viel sein. Ja, wobei. Oh. Nee. Meine Guns of God eskalieren einfach. So. Ich ziehe jetzt direkt mal die Bless. Für Unholy Damage. Von mir aus. So. Increases Recharge Rates. Guck mal, das macht gar nichts, die Karte, ne? Die macht nichts. Ups, das wollte ich nicht. Denn keine meiner Türme hat eine Recharge Rate. Sehr interessant. So, Tower bei 10% macht halt auch nicht viel. Deswegen können wir jetzt die beiden mal kombinieren. Und dann kriege ich noch einen Bless raus. Ah, ich kann eigentlich meinen Zander mal upgraden. Dankeschön. Frank Zander ist jetzt Level 4. Gut. Ja, schon. Geht schon gut ab. Ich komme zwar gerade so hinterher mit dem Damage. Gerade so, aber. Wobei dieses. Oh, da sind gerade alle geplatzt, glaube ich. Oh. Purchase a card. Okay, das war jetzt wirklich das Ende von dem Level. Und deswegen haben wir das. Wie ist Hellfire Damage bei 10%? Ich habe nur einen Hellfire Tower. Ich habe gar keinen Hellfire Tower, glaube ich. Thunder ist. Doch, es ist Hellfire. Unholy Blessed Sight. Increased Garrison Unit Range. Ich bräuchte was, was meine Unholy Crit Wahrscheinlichkeit verbessert, nicht die in den Schaden selbst. Ist irgendwie nur Dreck, ne? Reshuffle. Bringt mir auch nichts, ne? Haben wir auch schon festgestellt. Projectile Speed bringt mir nicht wirklich irgendwas. Range könnte ich halt höchstens noch, aber die Range ist auch nicht wirklich relevant. Also irgendwie ist ja nur Rotz drin. Garrison Recharge Rate höchstens noch. Ich mach jetzt noch ein Reshuffle, ist mir jetzt egal. Sin Spotter. Level 1 Thunderturm, nice. Ich könnte halt mit den Zinsbotter kaufen, nur damit ich noch eine Level 3 Karte habe, die ich mit einer Level 3 Karten kombinieren kann.
Oder, ja, ich kaufe den mal. Und kaufe jetzt einfach nur damit. Ich glaube, das Geld nehme ich nicht mit in die nächste Runde. Weiß ich nicht. Ich mach mal so jetzt. Und dann könnte ich noch einen Structure Slot freischalten. Ah doch, vielleicht doch. Okay. Jetzt könnte ich den Synth-Spotter. Warte, ja, aktuell haben wir Unholy Damage, Hellfire Damage, Unholy Damage, Holy Damage. Was gibt's noch? Holy, Hellfire, Unholy. Okay, die drei anscheinend. Dann nehmen wir doch mal den... ich habe den da reingelegt, das wollte ich nicht. So. Synthspotter. Fires basic projectiles. Nee, die kommen nicht auch mal noch. Für Level... direkt der nächste Synthspotter. Ja, nice. Direkt Level 4. Oh. Holy shit, was ist mit ihm los? Der Cooldown wird nicht mal angezeigt. Das ist einfach nur ein voller Balken durchgehen. Mit so ein bisschen Glitch drauf. Okay. Mhm. Ist halt umsonst die Karte. So, Bless. Yeah, eine Karte nichts macht's. Increases Recharge Rate. Warum macht es nichts? Was heißt ein Recharge Rate of all Actives? Increases Recharge Rate of all Actives. Weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht. Ich mach das einfach. Ist ja umsonst, komm. Haben wir es mal da rumfliegen? Nochmal 50%. Wie viel Max-Schaden habe ich denn jetzt? 322. 372. Läuft. Und ich merke gerade, die ganzen Höllenlevel sind benannt wie... Ich fand neben Greed und Anger wie die... War das Anger auch so eine Todessünde? Nee, Anger ist doch keine. Doch. Nee, ich bin nicht so christlich, falls nicht klar war. Praised be, draw two cards. Finds, draw two cards. Ja. Nehmen wir. So, alles sehr unnötig ist da. Hellfire Damage ist ja eh wurscht. Ich mein's mal da. Da kann man es direkt eigentlich neu kombinieren damit. Vielleicht eine gute Karte. Ja. Ja. Meine eine Karte, die 1 kostet, habe ich jetzt gekauft für 2. Dankeschön. Danke für nichts. Ich kann jetzt noch die beiden Karten kombinieren für noch eine. Ah, yes. Schnipper.
Ja, für Level 4 Schnipper. Das wäre vielleicht keine doofe Idee. Ich könnte ja quasi überschreiben direkt. Kostet halt 5 jetzt, aber ist ja wurscht. Ne, bevor ich das mache. Nee. Ziehen wir noch 2 Karten für umsonst. Noch ein Architekt. Kostet halt genau 4, aber es macht halt so viel Damage. Ja, okay. Können wir die beiden noch kombinieren gerade? Nee, warte, kann man nicht. Kann ich die dran liegen lassen? Nee, kann ich nicht. Ich muss die, glaube ich. Weil wenn ich jetzt den wieder in meine Hand lege, dann wird der wieder weggemischt. Ah, fuck, bleibt halt so und dann mache ich so und dann ist der für nächste Runde available noch die Karte. Kann ich mit 5 Mana Kratz meinen Sniper löschen und meinen besseren Sniper hinbauen und alles wird gut und. Ne? Spin! So, ich kann jetzt den Sniper wegmachen und den hinbauen. Zack. Level 5 Sniper. Und 1% mehr Attack Speeds. Ja, also irgendwie ist es jetzt ziemlich easy so bisher. Wir sind jetzt so. Also laut die Anzeige hier oben rechts eine halbe Stunde unterwegs. Wenn ich auf meine Recording-Zeit gucke, eine Stunde unterwegs. Das erste Level spielt sich recht von alleine irgendwie. So, gain 10 points of shields. Shield points, point shields. Von mir aus, nehmen wir das mal. Und von mir aus mehr Unholy Damage. Oh, noch ein Structure Spot. Tower. 65% Tower Attack Speed. You mock me, warum denn? Why? Ich bin bei einer halben Stunde gestorben. Noch bin ich nicht drüber. Noch bin ich nicht drüber. Vielleicht sterbe ich jetzt instant. Für 1 10 Punkte Shield. Habe ich dann 510 oder was? Wahrscheinlich. Ja, komm, ich fange jetzt mal an, die zu kombinieren auch wieder. Poif. Garrison Unit Damage von mir aus für 3. Vielleicht ist es auch einfach easy, weil ich Glück habe mit meinen Karten, nicht ziehe. Oder weil ich es brutal drauf habe. Eins von beiden wird sein. Wahrscheinlich eher ersteres. Eigentlich will ich ja alle 3 benutzen, aber das geht nicht. Aber die 10 Punkte Shield sind nicht so wichtig. So. Aber du hast doch nur die Demo gespielt, ne? Ich glaube, die Demo war auch schwerer. Oh. Weil ich erinnere mich nämlich auch in der Demo nicht so weit gekommen zu sein. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht mehr. Hier, Brazed Bee. Protection. Unholy. 10% Damage, also auch nix, ne? Gimme. Okay. Oh, Death Mark. Active. Create a Dark Mark. Enemies that pass through get cursed with Dark Mark. Dark Mark, man kennt's, ne? Ah, Actives. Oh, das sind Actives. Actives can be used when it's not your turn and they can also be set to order use by writing. Das sind Actives. Also, das war nicht klar. Jetzt habe ich ganz viele Level 1 Steine gezogen. What the fuck? Skin hier ab. Holy Damage bei 10% erhöht. Ich habe nur ein Holy Damage gedönst, glaube ich. Aber weißt du was? Warum nicht?
Ich habe zwei Holy Damage Dinger, never mind. Ich habe den Schnipper und den Sinspotter. Einfach auf Auto setzen, ne? Und dann setzt er automatisch diese. Oh, Pentagramm auf den Boden. Oh, es geht ab. Oh mein Gott, ich bekomme aufs Maul. Ich habe einen Stein für umsonst bekommen, der eh umsonst ist. Geil. Danke, Videospiel. Danke für nichts. Ach du Scheiße. Oh ja, 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 ich bekomme schon aufs Maul, ey. Aber ich habe die halbe Stunde überlebt. Heilige Scheiße. Ist eigentlich wurscht, ne? Ich will die eh beide kombinieren. Ja, also, okay, jetzt merke ich auch, dass da verbessert ist hier. Aber ich hätte gerne, glaube ich, noch eine lila Karte. Und da ich meistens mit dem Bless auch noch Scheiße ziehe, hätte ich gern. Ja, das bringt mir nichts. Noch eine Guns of God. Plus 50 Shields. Weißt du was? Sure. Oh, sorry. Schnief die Schneuz. Ja, da wird lustig jetzt. Ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube, da wird nichts mehr. Ja, wobei, oh nee, nee, wenn ich da schon dir was da auf mich zukommt. Oh, noch lebe ich. Und ich habe noch einen Architekt, der nochmal Arsch voll Schaden zugibt. Kostet halt 4, ne? Hm. Ich habe halt keinen AoE Tower. High Roller. Luck by 7. Increases Luck by 7. Weiß ich, was das heißt, aber von mir aus. Ist auch die Frage. Oh, ich habe irgendwie so zwei Dinge aufeinander hier liegen. Ich glaube, das soll nicht so. Ich, mal gucken, ob wir das überleben. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, die Sniper, die machen auch so, die tun so, die tun Dinge, aber nichts Sinnvolles irgendwie. Aber dass da jetzt noch das einfachere Level ist und gleich kommt dann der Bossfight, ne? Als nächstes. Heresy. Ja, da sehe ich mich. Ach, so ein Boss. Das ist einfach auch so ein Vieh aus Neon Genesis, ne? Das ist ein Engel. Oh, irgendwas stirbt da. Ganz böse. Können wir bitte mal auf den Boss schießen? Das wäre sau nice. Ah, zumindest der, ja. Der lebt auch nicht mehr lange. Yeah, gain 50 Shields. Sure, 50 Shields. Zack. Mehr Luck. Yes. Das waren meine Punkte. Increased Garrison Unit Range bei 10% von mir aus. Ich hab so im Urin, dass da war's. Pass auf, jetzt kriegen wir noch die Feinde, killen wir noch einigermaßen fix. Nicht wirklich. Oh, die müssen noch die Plattform hier berühren, merke ich gerade. Oh, ja, da ist viel. Ja, okay. Und jetzt kommt ja schon gleich dann so eine Bossrunde. Also so ein, ja, okay, nee. Ja, nee, 200 HP. Da kommen jetzt, oh no, da kommen jetzt ganz viele von denen. Wobei,
So ein Haufen von denen habe ich gerade auf einmal gekillt. Wie kümmern sich um den? Oh. Sin Spotter Level 4. Nice. Und das ist eigentlich egal. Den von mir aus mal. Sin Spotter. Doppelte HP wäre halt auch nice, ne? Fuck it, warum nicht? Oh, Level nächste. Level, Violence, the fuck? Ich liebe es, wenn ich die eine Karte, die eins kostet, dann ziehe und die umsonst plötzlich ist. Ich raste aus. Shinspotter. Ja, da ist er. Level. Max Level Shinspotter. Big Gun. Upgrade Level, Tower to Level 5. Hab ich. Tower Attack Speed bei 1%. Nee, man hat das bessere Kartenhaus. Zack. Und zwar ist eigentlich egal, ne? Tu den eh jetzt kombinieren. Increases Tower Attack Speed bei 15% für 3. Das würde ich halt nehmen. Ja, von mir aus. Ich glaube, mein Damage ist ganz nice. So, ich habe schon so ein Bauchgefühl, dass es da vielleicht das letzte Level ist. Vielleicht nicht. Vielleicht doch. Die sind ja cool. Kann ich ja ranzoomen? Nee. Was, guck mal, da. Da Talk of War hat gar keinen so einen schönen Rahmen wie die anderen vorher. Ich fand den Mund. Den Mund und die. Ne, die Münder, das waren mehrere. Und den. Was war das andere noch? Das waren so Hochhäuser, oder? Ich sage, ich fand die schön und ich erinnere mich nur an eins von den beiden, die ich bisher gesehen habe. Gut, ich weiß zumindest, was dieser verbessert die aktiven Fähigkeiten. Move macht. Okay. Attack Speed. Thunder und. Nur Thunder hat schon quasi unbegrenzt Attack Speed. Okay, got it. Und das andere sind alles Garrisons. Mehr Shields. Yes. Und dann. Guck mal nochmal. Ne, was da macht er nix. Da doch, der Sinspot da theoretisch AOE Damage. Kannst du wieder da reingehen bitte? Ne, kannst du nicht. Cool. Du kannst nur 2, kann ich eh benutzen. Ich dachte, er wird 3 kosten. Oh no. Das ist auch wieder sehr viel Bullshit, der auf mich zukommt. Ich bekomme auch hier wieder Geld dazu nehmen. In der Geschichte. Noch ein Architekt. Also mein Damage ist halt richtig böse. Oder nehme ich mal. Ich kann halt noch einen High Roller holen. Der kostet 3. Der kostet halt 4. Increase Luck by 7. Banish. Chance to receive a Tier 5 card. Prozent Luck. Was heißt denn Luck? Was genau ist denn Luck? Steht das hier irgendwo? Luck 19. Nö. Cool. Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, bessere Karten zu bekommen. Ja, nee, ich brauche mehr Schaden auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Noch 2 Punkte. Ich könnte höchstens es da nehmen. Ja, ne. Ne, er kommt da angechackelt, ey. Swiggity Swoody. He is coming for my booty. Bessere Sniper Garrison. Nicht theoretisch.
für Oma gezogen. Sehr geil. Increase Holy Damage bei 10%. Zwei Towers. Oder noch ein Draw Two Cards. Tower Speed. Yes. Very good. Oh. Jetzt habe ich nur ganz kurz woanders hingeguckt und ich war instant tot. Aber es war mir klar, dass ich jetzt instant tot bin. Cool. Wir haben es. Guck ich einmal weg und sofort. Hey, aber für eine erste Runde. Ich glaube, es war ganz nice. Ich mag die Design ja unglaublich gerne, muss ich sagen. Ja. Oh, Claim. Achieve 200 Damage. Was haben wir hier? Small Soldiers? Ah, eine Karte. Oh, jetzt kriegen wir das auch in Level 4. Oder? Ja, ich glaube, die gab es vorher nicht in Level 4. Ja. Ich finde ein bisschen Tower Range. Sacrifice 50 cards to. Oh, gives unholy damage by 50%, decreases holy damage by 20%. Hail Satan heißt die Karte. Hell yeah. Hölle ja. Cool. I've seen worse shifts, but still. Oh, management has requested I give you access to your rewards, viewer. Check your tasks, unlock promotions and contemplate existence as you browse your vast collection of cards. Ah. Rewards hier. Was ist Eyes? Eye.bat. Okay. Good. Was auch immer das tut. Incoming transmission. Psst. You shouldn't really be celebrating down here. Management wouldn't like it. But we wouldn't be demons if we do what we're told. Oh, character variant unlocked. Ooh. Wallpaper unlocked. Oh, Christmas tree. Satans Weihnachtsbaum. Und neue Karte. Ooh, Snowball Strike. On play, sacrifice 100% of your max HP. Drop. Oh. Blighted Blood. Enemy cursed with Dark Mark. Lose 40% of their current HP. What? Komm ich nah alles. Boiling Blood. Enemies marked with Dark Mark take 100% Hellfire Damage. Ach, das sind die ganzen Bonus-Dinger, die man so. Buh. Hey. Nicht erschrecken. Die man zu irgendwelchen. Festtagen und so bekommen hat. Ah ja. It's me, Nia. Happy Halloween. Bist ein bisschen spät dran für Happy Halloween, aber trotzdem danke. At least I think it's Halloween. Time works weird in here. Oh, spooky Nia. Ninja. Neues Wallpaper? Das ist ja speziell. Okay, das war's schon. Neue Wallpapers? Das ist sehr interessant. Aber ich nehme jetzt den Spooky Weihnachtsbaum. Kann ich die verschieben eigentlich? Ich kann die verschieben. Nice. Das ist ja cool. Den nicht, okay. Den? Den kann ich verschieben, okay. Wir haben noch keinen Zugriff auf unsere Files, auf unsere E-Mail oder unsere Playlist. Aber den Rewards Viewer haben wir jetzt. Ah. Anzahl der Karten, okay. Tasks. Oh ja.
Schon so ein bisschen wie auch in Vampire Survivor. So, hier, mach all diese Dinge. Viel Spaß damit. Promotions? Oh, ich kann Karten kaufen. Judgments. Summons Flail that encircles the tower. Deals unholy damage. Das ist ein Turm. Slapper. Power. Transforms all rock cards currently in the deck or this card pile to slap cards. Okay. Summons fiery spikes in a line. Deals AOE hellfire damage. Oh, wir kriegen jede Menge neue Sachen. Power, fish, what the fuck? Destiny, increase your luck by your remaining power charges times 2. Okay. The speed of all your tower projectiles per 10%. Okay. Fivi für den nächsten. Forker fires 3 parallel projectiles, deals holy damage. Ich hoffe, ich brauche mein Geld für nichts anderes. Ignite increases all hellfire damage by 50%, but increases all other damage types by. Decreases all other damage types by 30%. Ja, das ist ein bisschen heftig. Aces High. Upgrade 2 random cards in your hand. Banish. Upgrade all cards in your hand. Okay. Also für Day 1 machen wir uns eigentlich ganz gut. Haben wir noch eine Runde. Eine Runde geht noch. Ich hätte die anderen NPCs freischalten können mit mehr Money. Locksmith. Can lock sacrifice slots at the cost of. Can lock sacrifice slot at a cost of energy, preventing the cards from being discarded between rounds. Starts with 3 open structure slots. Nice, das machst du. Lacks motivation, but gets the work done. Verschiedene Variationen. Danny Claus und normale Danny. Danny Fox. Gains Repent, the ability to redraw their hand once per turn. Cards in the sacrifice area do not redraw. Locked. Gains Dark Bargain, the ability to sacrifice HP in return for drawing an extra card and recovering extra. Ooh. All damage amplified by the number of rock cards in play. Cards in the sacrifice area persist through rounds, but have a chance to turn into rocks at the end of each round. Okay. Nee, dann, ja, okay, dann müssen wir noch mal ein paar Runden überleben, damit wir die anderen NPCs noch freischalten können. Dann nehme ich vielleicht doch mal ganz andere Türme. Den Dark Pike und den Forker, warum nicht? Das sind jetzt auch beides komplett neue Türme. Den Judgment ist auch noch. Clad, hello. Summons Flail that encircles the tower. Deals holy damage. Unholy damage. Summons fiery spikes in a line. Deals AOE hellfire damage. Ich nehme mal das Judgment und Dark Pike. Warum nicht? Haben. Wie geht's erklärt? Alles fit? The fuck? Flails? Spikes. Ne, das ist Judgment, das da, ne? Und ist da so ein Summons Fieries? Oh. Das ist ja speziell. Okay. Range schon mal gut. Range von beidem wahrscheinlich. Wobei, wenn die... Macht Sinn, da Range zu haben, dann gehen die einfach nur weiter. Aber ich will ja eigentlich, dass die nah dran sind, oder? Ja, weiß ich nicht. AOE. Die haben beide AOE. Okay. Ups. Das wollte ich beides nicht.
AoE Ranger Damage. Kann eigentlich alles drei machen. Ich kann nicht alles mal. Nee, es ist drei. Ich sehe immer, dass Punish 2 kostet. Ich bin echt blind, ey. Dann wären es 2, 5. Ich nehme mal das und das und das. Ich habe einen Hype Streak. Ich wurde jetzt. Es wurden Lollipop, Chainsaw, Shadows of the Damned, Killer's Dead. Wie man es dafür erzählen könnte. Ich, oh. Jetzt nur zwei Arbeitstage. Und ich habe noch nur noch zwei Arbeitstage beim aktuellen Arbeitgeber. Nice. Wait, Lollipop, Chainsaw, Shadows of the Damned und Killer's Dead, PC. Die ganze. Nein, nicht die ganze, aber eine. Eine ganze Reihe der Grasshopper Games, ne? Hier, Swery. Nee, Suda 51. Ich höre die beiden immer. Suda 51 Games, ne? Abgefahren. Wann wurde das bekannt? Das ist ja, das brandneue News. In der Tat, Shadows of the Damned und Killer is Dead will ich auch mal spielen. Garrison habe ich noch keine. Ich mache mal vielleicht ein komplettes Game ohne Garrison. Oh, increases your luck by remaining power charges times 2. Oder Unholy MG. Die war schon nice, aber ich nehme mal Destiny. Wait, aber increases your luck by your remaining power. Das ist mal eine Power Charge, ist da, ne? Die kostet aber 6. Und ich habe dann keine Remaining mehr. Warte mal, ich habe jetzt Luck 0. Und wenn ich das Ding benutze. Oh, 12. Oh, das kostet so viel, wie ich hab wahrscheinlich einfach. Ah. Ah, cool, danke. Danke, Klärt. Guck ich mir später mal an. Grasshopper Manufacturer. Shadows of the Damned Remastered. Sehr geil. Ah, vor 9 Monaten schon wurde das bekannt gegeben. What? Das ging an mir vorbei komplett. Siehst du mal. Oh, noch ein Duckpike. Auf jeden Fall. Kann man das Ding gleich machen. Habe ich dann. Ich weiß nicht genau, was der Turm eigentlich macht. Aber das ist schon. Like die Spikes sind schon interessant. Increases unholy crit chance bei 3%. Ja, doch. Das hat schon cool. Dann habe ich. Ich habe noch keinen. Doch, der macht Unholy. Der Judgment macht Unholy Damage. So. Und. Double Upgrade. Nice. Und die beiden spare ich mir mal. Ja, kann ich dann beide mal benutzen. Oh, ist ja sehr unnötig, ne? Weil da ist ja schon. Okay. Hallo Ranger, schönen guten Abend. Na? Macht das nur Schaden, wenn der Spike trifft oder auch wenn, ich sag mal, die Schnur trifft? Ne, die Schnur macht keinen Schaden, muss schon mit dem Ball treffen. Sehr interessant. Crit Chance erhöht. Das wäre jetzt eine Sache. Oder Range. Gewesen noch nicht. Die Pike bringt mir halt gerade nichts. Haben wir das da? Erhöhte Crit Chance. Und dann könnte ich höchstens immer noch
Ich sag mal, ich will die Range nicht erhöhen von meinen beiden Towern. So weird das klingt vielleicht im ersten Augenblick. Oh, Attack Speed? Haben die beide? Die Pike hat eine Attack Speed, okay, der andere nicht. Judgment, also die Drehgeschwindigkeit ist keine Attack Speed. Ah, mit AOE. AOE wird der Ball halt größer. I get it, okay. Ich behaupte mal, ich will, dass die Kugeln recht klein bleiben, damit recht nah bleiben, damit die halt so hier kurz vor Ende nochmal reinhauen können. Da wäre der Forker Tower. Ich nehme den mal und behalte den mal, bis jetzt der Boss zu Ende ist. Und dann kriege ich eh eine neue, einen neuen Slot. Wahrscheinlich unter Umständen, maybe. Was da war, eine seltsame und interessante Turmkombination, die ich wieder rausgesucht habe. Was ist mit ihm? Bounce. Was ist mit ihm? Wiggle, 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 wiggle. Ach, du Schande. Ach, das sind die Dinge da. Ja, da steht so eine Reihe an AOE. Minen quasi. How are you, Sir? Immer noch so ein bisschen am Struggeln mit meinen Nebenheulen. Heulen? Ja, Nebenheulen. Das tue ich gerade sehr. Nebenhöhlen. Speed of your tower. Projectiles. Schon irgendwie, oder? Und ich werde beide nehmen. So. So, dann hätte ich gerne einen neuen. Nee, aber ich nehme noch einen Structure Slot. Allergiebedingt? Nee, nee, ach. Lange, lange Geschichte. Eurem Zahnarzt, der hat an einem Zahn rumgewurschtelt und die Entzündung einer der Wurzeln hat sich bis in die Nebenhöhlen hochgezogen. Und es war eine Zeit lang echt Aua. Und dann wird es irgendwann besser vom Zahn her, aber die Nebenhöhlen, die... Ja. Die haben dich nicht so ganz beruhigt. Jetzt habe ich da so... okay. Das ist ja interessant, was die da so tun, diese Golden Forks. Das ist das da, das ist mein Flail, ne? Der wird in der Tat... Ich kann mir immer beides leisten, eigentlich den Forker für da drauf, dann wird er zu einem besseren Forker und das da für Projectile Speed Geschwindigkeit gedöhnt. Oh shit, das ist sehr ätzend. Was genau, was du meinst, hatte ich auch schon mal meinen Spaß mit. Drück den Daumen, dass ich bald beruhige. Es wird schon besser. Eigentlich läuft mir nur seit Tagen so die Nase. Und ich kann putzen, schneuzen, wie ich will. Es ist so an. Gehen wir nicht auf die Details ein, okay? Es ist okay, aber es könnte besser sein. Yay, yeah, wie das Ding abgeht. Wenn du mal so die Geschwindigkeit erreichst von dem Ding, dass die quasi. Dass gar keiner dran vorbeikommt in dem Augenblick, in der Zeit, wo der sich einmal dreht, ist eigentlich gut. Dann hast du es geschafft. Diese Steine brauche ich nicht. Die machen wir direkt mal zu Fueled by Light von mir aus. Tower Damage. Oh, die Mucke geht hier ab wie Schmitz Katze, ey. Einen sauguten Soundtrack, das Game. Ich frage mich, ob der speziell dafür gemacht wurde, ob das irgendwo so eingekauft wurde. Genau so Musik würde ich tierisch in Pacific Drive feiern. Tierisch. Garrison Unit Movement Speed brauche ich nicht.
Aber ich nehme das, weil Level 3 Karte. Kann ich Level 4 Karten schon draus machen bald? AoE. Yes. Rock weg damit. Upgrade ist eigentlich egal. Dieses Holy Damage. Ich habe keine Holy Türme, oder? Nö. Doch, den da. Der Forecast Holy. Aber nicht für 10%. Dann mache ich dir das da. Und nehme mir. Könnte mein Luck nochmal erhöhen nächste Runde. Oder Projectile Speed nochmal. Ah, aber ich glaube, Luck ist schon nice, Luck zu haben. Gerade da ich jetzt noch ganz gut dabei bin mit meinem Damage, bin ich nämlich auf irgendwas anderes angewiesen. Und je besser mein Luck ist, desto besser, desto einfacher wird es später. Weil ich halt dann gute Karten bekomme. Das ist so meine Logik jetzt. Ob die passt, weiß ich nicht. So. Zack, jetzt habe ich 26 Luck. Cool. Haben sie dann Luck gesoffen? Ja. Aber. Ja, vielleicht auch an alle, die mal, die jetzt so frisch dazugestoßen sind. Wir zocken gerade Heretics Folk. Und ja, wir hatten das schon mal gespielt vor so einem halben Jahr. Das war aber noch die Demo. Und inzwischen gibt es halt schon das fertige Spiel seit einigen Monaten jetzt. Und das ist, es ist sehr gut. Großer Fan. Ja. Ich beginne eigentlich ganz gerne meine Samstage damit, mein altes Spiel nochmal anzugucken, wo wir für Ewigkeiten mal reingeguckt haben. Und deswegen haben wir das jetzt einfach gemacht. Und es war mal schon sehr cool, ja. Und jetzt ist es auch aktuell. Lass mich jetzt nicht lügen, aber das ist auch im Sale gerade. Genau, kostet normalerweise 10 Euro, was ein echt guter Preis ist und ist jetzt gerade für 6,80 Euro. Nochmal Destiny? Ah, ist halt schon, ne? Kann man halt schon machen. Noch mehr Luck. Und dann noch ein Forker. Oder wir gehen auf den Zinsspotter. Was ist ja noch mehr Holy Damage, ne? Ist egal. Holy Builds. Boah, ich habe jetzt 100% Power Damage. Da kann ich nicht nein sagen, ey. Gut, einfach doppelter Schaden. Hier, nimm. Und. Yay. Gluttony. Ah, deswegen. Der glatte Tony ist am Start. Alter. Ich könnte mich eigentlich aus. Was meine ich denn das? Ich könnte auch. Kann ich mich da so in die Mitte packen? Was bin ich jetzt? Ibim ist der Tower. Das ist viel besser, oder? Es ist, wäre ich im Spiel drin, als wäre ich wirklich Winter ist der Tower. Schießt meine Türme, schießt. War nicht so lustig, aber ich, ne, ich hab's versucht. Ich könnte. Aber bevor ich jetzt ein Level 2 Frankie Fast Hands benutze, mache ich doch lieber das da, oder? Das ist gut, lass das so, finde ich. Das ist gut, ne? Ich mag das. Würde halt schon ganz gerne. Aber nee, komm, wir gehen jetzt auf bessere Karten, ey. Slapper! Transforms all rock cards currently in the deck or the discard pile into slap cards. Was sind slap cards? Who cares? Gut. Piu,
Ist nicht so lustig. Vor allem, wenn ich jetzt ranzoome, dann wird es ein bisschen seltsam. Aber bleib mal so. So. Bedies mich nicht, Dämonenmund-Gedöns. Oder maybe iss mich doch. Ich habe mich nicht dazu entschieden, ob ich einen War-Fetisch habe oder nicht. Ich habe nur, habe jetzt Holy, Hellfire und Unholy. Ist das sinnvoll, wenn die einen Crit irgendwann haben? Ich weiß es noch nicht. Aber Speed wäre halt geil. Oder ich hoffe, dass ich, warte mal, ich kombiniere aber vielleicht einfach mal das in der Hoffnung, keinen besseren Turm zu bekommen. Okay, dann nehmen wir noch ein Destiny. Fuck it. Wieder einfach 12 Luck dazu. Von mir aus, fuck it. Solange das Game noch überschaubar einfach ist. Das ist wie so eine langzeitige Investition. Seinen Luck zu pushen. Damage ist schon ganz gut von den Dingern. Nochmal, auf! Ich habe einfach schon 52 Luck. Wenn ich jetzt nicht nur goldene Karten bekomme, dann weiß ich auch nicht. Speed. More Speed. Vor allem halt noch mehr Speed. Ja, wieder, aber was machen Slap? Ich weiß nicht, was Slap gerade machen. Ey. Just transforms all Rock Cards in a deck into Slap Cards. Was sind Slap Cards? Ich muss es eigentlich herausfinden irgendwann. Aber eigentlich will ich erst das hier machen. Wie die abgehen. Vielleicht ist der Bild besser, als ich gedacht hätte. Oh, gegen die kleinen Kackviecher ist diese AOE ja wunderbar. Ah, Slap. Deal 200 Holy Damage to all active enemies. Ja, das gefällt mir so. Nehmen wir so. Aber ich glaube, bevor ich jetzt nochmal so ein Punish benutze, bauen wir mal noch eine blaue Karte. Forker. What the fork? Nice. Och, wie schnell er jetzt ist. Und macht 8-mal so viel Damage. Wobei, wurde er schneller? Gefühlt wurde er schneller. Vielleicht macht er auch nur mehr Schaden. Wie heißt der NPC in der Mitte des Bildschirms? Jeremy Sparkle Bottoms. I fly. So heißt der. Das ist der Dämon, der Prinz der Hölle. Jeremy Sparkle Bottoms. Swift Vengeance. Brauche ich nicht. Kann ich meine beiden Fueled by Light kombinieren für ein besseres Fueled by Light? Theoretisch. Vielleicht ist es wirklich so, wenn man zweimal die gleiche Karte kombiniert, bekommt man immer als Auswahl die bessere Variante davon. Hallo Jeremy Sparklebutton, hallo McFly, na?
das muss gerade sein. Level 4. Warum sieht die Musik bei mir auf? Ich habe ja so eine Anzeige, wie laut das Game gerade ist. Da sieht die Musik bei mir brutal laut aus. Aber so auf dem Ohr ist sie nicht sehr laut. Klar, ich höre nur einen Bruchteil von dem, was ihr hört. Oder nur einen Prozentsatz, sage ich mal. Ich muss mal ganz kurz was checken gerade. Weird. Naja, egal. Wenn es zu laut wird, schreit er einfach. Ich nehme Level 4 Card, auch wenn ich halt nicht brauche unbedingt. Bessere Karten sind mehr gut. Ich weiß, meine Logik ist unbestechlich. Ah. Grid. Ah, genau, den Rand mochte ich auch sehr. Der ist hübsch, der da. Könnten noch eine Dark Pike bauen? Oder... Oder auch nicht. Ich kann einfach meine Slap-Karte halt kombinieren mit Dark Pike für Dark Pike Level 3. Nice. Hä? Okay, komisch. Hätte ich direkt verbinden müssen, aber na gut, ist egal. Yeah. So verdecke ich sehr viel, wenn ich so weit rauszoome, oder? Aber ich mag diesen Rand sehr. Die Pixel-Grafik von dem Game ist echt gut gemacht. Kann ich hier mal so mühleiser. Los. Projectile Speed nochmal um 20% erhöht. Nochmal eine Slapper-Karte. Noch ein Forker. Noch ein Forker. Jabea, hello. Schönen guten Abend. Na? Ich will eigentlich nicht noch einen Forker haben. Ja, nochmal die Slapper-Karte. Slapper-Karte war gut. Aber die Mucke ist einfach so ein Jam. Uff. 200 Damage war alles einfach. Easy. Und die banishen wir dann. Banishing Cards will no longer be drawn from this shift. Nee, komm auf die Hand wieder und dann... Wobei, es war gar nicht so viel. 200 Damage ist gar nicht so übertrieben. Aber trotzdem, ne? Für einen Punkt. Ich hab Schaden bekommen, wo der muss. Ah, der hat den kleinen Scheiß. Ich bräuchte schon noch so eine MG, ne? Oder halt. Vielleicht brauche ich auch den.
den Thunder noch zusätzlich. Vielleicht ist das keine doofe Idee. Das ist damit eher ein reiner Tower Run anscheinend, habe ich gerade beschlossen. Zack! Keine Garrisons. Petition, dass der Winter seinen Kanal in Jeremy Sparkle Buttons umbenennt. Kannst du gerne aufmachen, die Petition. Ich lösche sie dann. Was? Ich meine, was? Ah, und das hier, genau, noch mehr Holy Damage. Warum haben wir jetzt eine Holy Damage Quelle? Können wir euch eine zweite? Und das Sinspotter ist ganz gut, weil das ist eine sauschnelle MG. Und das ist gut. Ja. Die wäre gut gegen so kleinen Scheiß auch. Also meine Dark Pike ja auch. Wegen halt AOE-Damage und so. Warte mal. So gut klappt das da gar nicht, wie ich mir das ja oft hatte. Vielleicht dann noch den Thunder noch nächste Runde dazu. Ich glaube, ich müsste meine beiden anderen Thermo noch upgraden. Judgment ist halt mit seinem Level 2 oder 3 auch gar nicht mehr so toll. Einfach goldenes Guns of God, das würde ich vielleicht noch nehmen. Weil Garrett, ach, der war gut letztes Mal. Oder upgrade 2 random cards in your hands. Will ich jetzt die ganze... Ich wäre halt sofort Level 5, ne? Das ist schon ziemlich nice. Ja, komm. Vielleicht brauche ich genau das. Oh. Jetzt habe ich 80.000 Slaps und auf der Hand. Na gut. Kann ich ja zu besseren Karten machen. Für ein Bless... oder halt für ein Punish. Ja, kann ich mir noch sparen, das da. Könnte jemand noch kombinieren eigentlich, ne? Für einen besseren Forker. Ist eigentlich egal, ne? Können wir auch den Speeds erhöhen und den gerade benutzen. Ah, wisst ihr, was das Problem jetzt an der ganzen Geschichte ist? Ah, ich merk's jetzt. Weil natürlich die Reichweite meiner Türme halt sehr gering ist, damit die... Ja, damit meine Spikeballs halt nicht so übertrieben weit weg sind. Darunter leidet alles andere. Ich kann den Sinspotter mal noch upgraden. Ne, dahin. Ich kann den Sinspotter nicht damit upgraden. Warum nicht? Komisch. Punish oder Swift Vengeance brauche ich nicht. Ich habe jetzt noch 4. Dann nehmen wir noch mal Fueled by Light und ist da. Kann dann auch nicht benutzen, weil keine Punkte mehr. Ja, wo ist jetzt meine goldene Guns of God? Level 5? Einfach instant Level 5 Sinspotter geschenkt. Ja, gut. Don't mind if I... Oh, jetzt habe ich sie beide. Jetzt habe ich sie... Oh, beide einfach hier. Ja, mache ich einfach weg und dann kann ich...
Oh, da habe ich zwei goldene Türme von jetzt auf gleich. Finde ich gut. Habe jetzt meine ganze Gods halt nicht gebufft, weil ich noch keine einzige Karte drin habe, die mit Garrisons funktionieren oder synergieren. Aber ist ja okay. Die sind trotzdem gut. So, Vengeance brauche ich. Ich kombiniere mal Slapper und Swift Vengeance, ey. Für Level 4 Judgment kann ich auch gerade ein Level überspringen. Also nicht überspringen, aber da komme ich halt von 3 auf 4. Ja. Ja, nehmen wir. Stück, ja. Wow, Speed! Guck dir die Geschwindigkeit jetzt von diesen gottverdammten Spikeballs an, ey. Wie ist ein Helikopter? Dieser Turm hebt irgendwann ab. Noch mehr Speed, yay! Ich könnte meine beiden Frankie Fast Hands kombinieren, in der Hoffnung, dann Level 4 Frankie Fast Hands zu bekommen. Yes, in der Tat. Es ist wirklich so, wie ich eben gedacht hatte. Und dann mal Fueled by Light. Irgendwann habe ich einfach nur so einen gelben, so einen lila Ring darum. Ne? Die kleinen Schnellen da, ich sag's dir, die schießen manchmal trotzdem noch durch. Crit Damage für Unholy. Vielleicht müsste ich doch langsam mal auf Range gehen. Ja, mal mit letzten. Oder nochmal Tower Attack Speed um 65%. Fuck it. Das nimmt Ausmaße an hier. Doch, die Guns of Gods mag ich. Das ist ein guter Garrison. Der Sniper letzte Mal fand ich nicht so geil. Oh, 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 oh. Brrrrt. Ah, ah. Oh, die kommen schon ganz schön weit. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Vielleicht ist es doch gut, wenn die. Ich weiß nicht, ob die halt langsamer wären, wenn die einen größeren Kreis fliegen müssen. Aber nicht langsamer, aber die haben halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass halt Leute dann dran vorbei. Ne, das da war's. Oh, okay. Dann, also ich befürchte fast, was war es jetzt? Nicht die Forker, das Judgment, ne? Judgment ist eigentlich irgendwie geil, aber oh, ich sehe gerade, es gibt Upgrades, mit denen man mehr Projektile schießt. Ich glaube, das, wenn es das gibt, dann wäre der halt nice. Vorher nicht wirklich. Ich erinnere mich gerade, wie klein ich bin. Hallo. Guck mal, der Attack Speed hat nichts damit zu tun. Es geht wirklich um die Projectile Speeds. Ja, okay. Ah, bin tot. Naja. Yeah, ich habe 260 Tacken. Ich könnte einen neuen Dings kaufen. Einen neuen Höllenfreund. Ich habe kein einziges. Oh.
kein neues Ding freigeschaltet, okay. Have you been enjoying any of the hellish tunes whipped up by our employee retention department? I did actually. Then you're in luck. Management has authorized the playlist editor. Nightcrawler läuft gerade. Playlist Editor. Oh, das ist alles Arkham's Laser. Ja, Arkham's Laser ist klasse. Und Gates of Chaos. Metal Honic. Nightcrawler. Takumi Seguichi Salon, das sagt mir nix. Rotting Christ? Warum ist der Rotting Christ in der Playlist? What the fuck? Sau gut. Ist es okay, das zu streamen? Ich weiß nicht, wie die da drauf sind. Gibt's eine Option irgendwo, so einen Streamer-Friendly-Modus? Weil wenn nicht... Nö. Doch, Streamer-Modus auf Nein, okay. Ich auf Ja schalte. Gut zu wissen. Dann ist hier wahrscheinlich das Gleiche. Ne, wow, weitaus weniger. Ups. Naja. War dann schön, einen Twitch-Account gehabt zu haben, aber naja. Aber ich habe die Demo auch schon gespielt und da hat keiner gemeckert. Auch beim Hochladen und so. Auf YouTube. Naja. Ja, wird schon. Wird schon cool sein. Aber ich guck mal hinterher, so aus Spaß. Ob Twitcher gemeckert hat jetzt, aber ist auch egal. Lassen wir es da an der Stelle mal gewesen sein für Heretics Folk. Finale, fertige Spielversion. Nochmal, falls euch das Game gefällt, das ist aktuell im Sale. Ich wurde nicht von den Entwicklern dazu aufgefordert, für dieses Spiel Werbung zu machen oder habe von ihnen irgendwas bekommen, aber ich mag das Spiel so sehr, dass ich das euch sehr ans Herz legen würde. Aber für heute soll es damit mal gewesen sein. Und irgendwann habe ich jetzt Bock, mehr so Musik zu hören, aber ich müsste mal die ganze Arkham's Laser Musik eigentlich mal raussuchen und die auch in der Playlist packen, weil holy shit, ich mag so Musik sehr gerne. Gut, aber ich mache ein ganz kurzes BRB und dann schauen wir in das zweite Game für heute rein. Bin gleich zurück.